Einen wunderschönen guten Morgen, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Ich sitze gerade im Auto und musste rechts ranfahren, weil ich den Deutschlandfunk gehört habe mal wieder. Das geht dem Uwe Schattauer ja nicht anders als mir, nur er fährt dabei weiter. Ich muss dabei anhalten, ich kann da nicht anders. Ja, super, Deutschland schafft sich ab. Der baldige Abgang der Deutschen ist ein Völkersterben von seiner schönsten Seite. Eine Nation, deren größter Beitrag zur Zivilisationsgeschichte der Menschheit darin besteht, dem absolut bösen Namen und Gesicht verliehen zu haben. Ja, und so weiter und so fort. Diese Nation, bla 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 bla, kann gerne dahin schreiben, scheiden. Ja? Und als letzter Satz, wo haben wir ihn? Was also tun? Na, ja. Nun, da das Ende Deutschlands ausgemachte Sache ist, stellt sich die Frage, was mit dem Raum ohne Volk anzufangen ist, der bald in der Mitte Europas entstehen wird. Zwischen Polen und Frankreich aufteilen, parzellieren und auf eBay versteigern, Palästinensern, Tuvaluern, Kabylen und anderen Bedürftigen schenken, zu einem Naherholungsgebiet verwildern lassen oder lieber in einen Rübenacker verwandeln, egal. Etwas Besseres als Deutschland findet sich allemal. Ja, dieser Ausschnitt aus einer Kolumne der Taz, will nicht erwähnen, das ist hier aus Gerd Wisniewskis Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen. Er hat das nämlich zitiert. Diese Zeilen, die ich gerade vorgelesen habe, stammen von dem Patrioten Denis Yücel, ja, der ja auch mal für eine bekannte antideutsche Zeitung geschrieben hat und das hier soll angeblich Satire sein. Jetzt stellt euch mal vor, ja, er hätte das über Israel geschrieben. Wäre das dann auch noch Satire? Super, Israel schafft sich ab. Egal, etwas Besseres als Israel findet sich allemal. Stellt euch vor, das wären die Worte gewesen, die Denis Yücel geschrieben hätte. Und da bezeichnet Sigmar Gabriel den Typen noch als Patrioten. Ich kann euch nur zu einer Sache auffordern, ja, beim besten Willen, ich wünsche niemandem bei Erdogan im Knast zu sitzen und ich möchte auch, dass möglichst alle politisch Gefangenen aus den Knästen befreit werden. Wir sollten uns aber auch die Frage stellen, warum Erdogan überhaupt die Möglichkeit dazu hatte, weil unsere Supermacht USA mal wieder einen Putsch gemacht hat im letzten Jahr. Angeblicher Putsch ist ja nicht so, dass 1980 schon mal die CIA den türkischen Staatspräsidenten weggeputscht hätte, ja. Wir dürfen uns also nicht wundern, dass Erdogan die ganzen Sachen macht, bevor wir so meckern, weil wir haben ihm dazu die Blaupause gegeben und die absolute Möglichkeit, die Steilvorlage schlechthin, ja. Und deshalb fordere ich Freiheit, denn das, was in der Türkei passiert, ist Faschismus, ja, muss man ganz klar so sagen und ist bedauerlich. Trotzdem bitte ich euch, die Kampagne, die wir jetzt launchen werden, zu unterstützen und zwar Keep Yücel. Bitte, Erdogan. Wir wollen ihn nicht zurückhaben. Rassisten wollen wir nicht in diesem Land, ja? Generell nicht. Und ich denke, da kannst du Denis Yücel gerne noch kostenlose Unterkunft in der Türkei geben. Und es kotzt mich doppelt und dreifach an. Weil ich eine Freundin habe, die nämlich verhaftet worden ist. Und nicht, weil sie irgendwas gemacht hat, sondern weil man ihrem Mann was unterstellt, ja. Sie sind im Alter verhaftet worden, einige von euch kennen die Geschichten. Und es geht darum, dass die beiden sich mit dem Finanzkartell angelegt haben. Und man hat meine Freundin wegverhaftet von Malta, ihr anderthalb Jahre noch gestilltes Kind von der Brust weggerissen und in eine Pflegefamilie nach Deutschland gegeben. Die beiden in Frankreich eingeknastet, sie 2 Jahre lang im Knast gelassen. Ja, es gab zwar mal eine Verhandlung, es gab auch eine Anklage, aber es ist bis zum heutigen Tag zu keinem Prozess gekommen. Und als meine Freundin, ja, die deutsche Botschaft angeschrieben hat, was denn jetzt wäre, sie säße in Frankreich im Knast und wisse nicht mal wieso. Wisst ihr, was die Reaktion der Deutschen war? Nichts. Nichts. Man hat ihre Konten blockiert, auch in Deutschland, obwohl das überhaupt nicht legal ist. Überhaupt nicht mehr legal ist, weil es eine Frist gibt. Gibt es keine Verurteilung, gehen die Konten wieder auf. Und was macht der deutsche Staatsanwalt, beziehungsweise der deutsche Richter? Hält die Konten bis heute gesperrt, sodass die beiden elendig ohne Knete leben müssen. Das ist das, was der deutsche Staat mit unseren eigenen Bürgern macht. Und wenn da so ein Heuchler kommt, ja, so ein Denis Yücel, so ein total cooler mit so einer schwarzen Matte und Sonnenbrille Typ, der super Deutschland schafft sich ab, ja, total rassistische, meiner Meinung nach rassistische Pamphlets in der Taz von sich lässt, ja, mir ist es egal, ja, ob man gegen Kongolesen wettert, gegen Syrer oder gegen Deutsche. Rassismus ist Rassismus. Und diese Kolumne ist der letzte Scheißdreck, den er da geschrieben hat. Und so einen Typen, ja? So einen Typen, den ich persönlich als B**** bezeichnen würde, ja? Allein von der Optik her und vor allem vom Schriftbild her, ja? Da setzen wir uns für ein. Da höre ich jeden Tag im Deutschlandfunk von, der muss aus dem Gefängnis kommen. Was habt ihr gemacht bei meiner Freundin Birgit, als sie in Frankreich im Knast saß? Hier ist ja Frankreich. Ja, Frankreich kann uns alle verhaften, oder was?
Oder wie? Sind wir nicht mal in erster Linie deutsche Staatsbürger und sollten Protektion genießen? Es gab einen Scheißdreck, eine Reaktion von der deutschen Botschaft. Ihr schert euch einen Dreck darum. Und bei so einem Typen, der Deutschland auch noch hasst, ja, da mischt ihr euch ein und nennt ihn noch als Patrioten. Ich habe euch gerade vorgelesen, was das für ein Typ ist. Also da kann ich wirklich abschnallen. Keep Dennis, kann ich da nur sagen, ja. Bei aller Liebe, und ich find's auch nicht gut, dass der Mann da im Knast sitzt, ja, das ist bestimmt nicht nett, da zu sitzen, ja. Aber dieses Geheuchel, ja, von Seiten unserer Regierung, das kotzt mich dermaßen an, dass ich wirklich rechts ranfahren musste. Das gibt's nämlich wirklich gar nicht, ja. Und die riesengroße Scheiße, die abgezogen wird, die wird in unseren Medien von niemandem kommentiert. So kann das echt nicht weitergehen. Denn so marschieren wir in genau den gleichen Faschismus, den wir in der Türkei gerade vor uns sehen. Leute, macht's gut. Ciao.